Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle of Wonder Warfighter. Red mir nicht in meine Ansage rein, guter Mann. Motherfucker. Wobei, ich bin nicht Samuel L. Jackson, ich darf das nicht sagen. Wir haben Donnerstag, Allerheiligen. Aua. Das ist der Tag, an dem alle Heiligen geehrt werden. In der katholischen oder christlichen Kirche, glaube ich. Und alle Nichtheiligen stand bei Wikipedia. Das fand ich verwirrt. Ja, ich geh zum Voreingang. Da, oh, ja, am Popo. So, jetzt machen wir hier mal wieder schön. Ach du! Ja, Sigi. Ach so. Oh. Whee! Ich kann da durchschießen, oder? Ey, wollt ihr mich verarschen? Okay. Zeit für mehrere Schüsse. Ist der jetzt down da oben? Komm, wo seid ihr unten? Oh oh. Tot! Erstmal schön eine Granate reinwerfen. Überraschung! Ich hatte eine Granate zurückgeworfen. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir gehen mal hier rein. Oh, frech, ey. Die geben mir voll einen auf die Mütze. Komm mal, da halt die in Schach. Ich flankiere. Auch wenn die das schon irgendwie verstanden haben. So, jetzt ist ein Feierabend hier. Oh, da ist ja auch noch einer. Leute, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Der war voll getarnt. Ey, ich brauche mal voll Munition. Das ist Vordermappe. Beeilt euch. Das sind ziemlich viele Leute. Da, die Vordertür. Ich hole mir mal die AK. Ne, die AKS ist scheiße. Glaube ich, oder? Wo habe ich denn jetzt meine Waffe hingetan? Ja, das ist jetzt... Ja, jetzt habe ich die wieder. Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier. Durchbrechen darf ich wieder. Da ist Archer. Los. Oh. Okay. Zu der Tür. Los, los. Das ist nicht gut, Mother. Fuck. Nein, nicht Samuel. Alter Vater. Bam! Nice. Das haben wir ja Gott sei Dank noch geschafft. So, mal eine Medal of Honor. Ihr werft euch in den Sonntagsanzug. Ich hole euch aus dem Sandkasten. Hoffe, ihr beiden räumt richtig auf. Je schneller wir aus Pakistan verschwinden, desto besser. Geht nach Pesh. Wir verfrachten euch dann an den Golf. Mal sehen, ob wir aus Hassan was Neues rausholen. Alles klar, Dusty. Voll gut beobachtet von euch, dass ihr beim weißen Samuel L. Jackson das zweite Bein entdeckt habt, was nicht existiert. Grünes Licht? Knallgrün. Wir sind dort auf eine Versorgungseinrichtung gestoßen. Waffentraining, möglicherweise ein PITN-Lager. Schalten Sie sie drauf. Schon dabei. Stump. Jay hat es übrigens schon verraten. Wir haben am Wochenende eine fette LAN. Mit allen außer Hardy. Dann machen wir auch so ein FAQ-Video. Könnt ihr Fragen stellen bei einem Video, das wurde heute hochgeladen von Christian. Mit dem Namen Let's Ask Peace Beat. Mission starten, ich wiederhole, Mission starten. Verstanden, bin an Faceline Phoenix. Roger, Udo, ich checke den Funkverkehr und die Luftüberwachung. Roger, grünes Licht, Mission starten. Das sind voll die coolen Helis, die fliege ich auch gerne bei Effi, die sind so schnell. Vergesst nicht, dass wir nach PETN suchen. Beschafft die Information und kommt fürs Debriefing zur Bainbridge zurück. Alle Ziele sind feindselig. Alle Ziele sind feindselig. Okay, alles klar. 30 Sekunden bis LZ. Okay. Assault Teams Alpha und Bravo, ihr geht als Erste rein. LZ heißt wahrscheinlich Ankunft oder sowas. Jedes Ziel wird als feindlicher Kombatant angesehen. Findet das PETN. Bestätigt. Roger. Anzüge an! Mhm. Keine Bewegung! Das wird sich ändern! Sehr geheimdienst hat Rush in der Gegend gemeldet. Es ist 8 Uhr 9 Uhr. Ich will, dass alles überwacht ist. Stop. Kontakt! 12 Uhr! Stop! Oberdeck! Was ist fertig? Sie sind auf der Deckung! Das Ding ist unserer Flügel! Roger, Voodoo! Ah, ich darf vom Heli ausschießen. Hammer, nice! 1, 3, 4, 3, 2, 1.
Sechsel down. Oh, meine Waffe kann heiß werden. Wie frech ist das denn? Das muss ich wissen. Aber ansonsten unendlich Muni finde ich gut. So, Catch-Shot. Oh, das Problem mit der, warum wir ein FAQ-Video machen, ist folgendes. Viele Leute kommen nicht auf die Idee, bei Formspring einfach mal zu gucken, welche Fragen schon gestellt wurden, was zur Folge hat, dass wir bei Facebook und so und bei YouTube die ganze Zeit die gleichen Fragen gestellt bekommen. Und wir haben immer noch eventuell die naive Hoffnung, dass wenn wir einmal so ein FAQ-Video machen, auf das wir verlinken können, die Fragen nicht mehr so häufig doppelt gestellt werden. Mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Am Arsch, du kleine Nutte. Aber guter Schuss. Oh, da ist auch noch einer. Komm, jetzt gib ihm doch einen Headshot, Junge. Ja, geht doch. Geht doch. Voodoo, hier Dingo. Die haben sich auf dem Oberdeck verschanzt. Da wird ein Anzug nicht reichen. Roger, Dingo. Los, gleich nochmal. Verstanden. Gehen runter. Sind auf Zielkurs. Das sieht schon gut aus. Das muss man im Spiel lassen. Komm, wo ist der Mann mit der RPG? Komm. Ja, das war jetzt aber frech. Geh weg, du Wand. Hui! Gut, dass das keine besonders guten Schützen sind. Headshot! Na, wo seid ihr, Nutten? Ich finde der durchaus gefährlich hier, wo RPGs auf jeden Fall am Start sind, mehrfach, so doch recht ruhig rumzulaufen. Ja, wo kommen die denn auf einmal her? Rumzufliegen. Ja, ich natürlich. So kann man ja doch... Ich kann mich nicht bewegen! Jawoll! Nice. Ah, ich kann auch zoomen. Nice. Ja, ich habe den Innenhof schon gesehen, Junge. Ah. Bam, bam, bam! Hui! Ich mag es, wenn es Boom macht. Ey, das ist frech, dass ich den nicht treffe. So ist besser. Oh, da ist noch einer. Oh, da sind noch ganz viele. Ey, ich will die noch auf die schießen da. Welcher Truck denn? Oh. Hui! Aber hier waren noch irgendwo Gegner. Das war wieder. Oh no! Guck, ich wusste. Das kann ja gar nicht gut gehen, sowas. Oh oh. Wir sind auch getroffen worden. Ja, du bleibst mal schön hier. Nein, wir sind nicht getroffen worden. Das war nur unser Buddy. Wir hatten einen Abgang gemacht. Okay, das war jetzt gesichert. Okay. Was ist denn mit der Notevakuierung? Komm, bewegt euren Arsch. Oh, fuck! Nice! Da ist meine Waffe heiß geworden. Nicht nice geworden. Ach, verdammt! Bin doch so verwirrt, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, wir haben in dem NRW nämlich Feiertag. Ganz viele Bundesländer haben heute keinen Feiertag. Ganz schön frech. Wo hinter mir? Ich guck hinter mich. Voodoo, Kältewerk ist unterwegs. Status der Besatzung? Hat sie übel erwischt. Delta Team hat Gebiet für Rettung gesichert. Sie sind etwa 5 Minuten entfernt. Okay. Konzentrieren wir uns auf das Primärziel. Das Lager sich aber nach dem PETN suchen. Safe. Verstanden, PETN. Ah, jetzt sind wir wieder da. Was? Was? Was heißt denn das? Okay, tun wir das fette Ding erstmal weg und was holen wir uns jetzt noch draußen? Oh, Sniper.
erstmal in Deckung gehen. Ich wusste es. Oh, lol, Junge! Ja, es wird ja nicht so einfach. Schade. Komm, wo seid ihr, Nutus? Okay, jetzt habe ich auch nicht mehr unendlich Muni. Erstmal nachladen! So, ihr kleinen Bitches. Wo habt ihr euch versteckt? Der Pete kommt jetzt, um euch zu holen. Leute. Ach, da war noch einer. Wie frech, den habe ich nicht gesehen. Leute. Ey, ist unglaublich, wo die manchmal herkommen, die kleinen Nutten. Der frisst jetzt meine Granate. So, was machst du? Was machst du? Stehen bleiben? Junge, so nicht. Down. Oh, Junge! Oh, bin ich frontal. Ach, du Heilige! Oh, oh. Hey, Buddy. So, Körperpanzerungsmensch ist weg. Juggernaut hieß das, glaube ich, in COD. Also auch nicht gerade die neueste Erfindung der Welt. Ich frage mich, ob das beispielsweise realistisch ist. Wir haben ja einige Experten in den Kommentaren, habe ich mitbekommen. Von wegen Körperpanzerung. Von wegen militärische Realität. So wie beispielsweise mit den Shotguns, dass das tatsächlich existiert. Aber ihr müsst zugeben, dass das vergleichsweise verrückt ist, so eine Tür mit einem Tomahawk zu schlagen, oder? So, erstmal dreimal draufhauen. Damit die anderen noch schön wissen, dass da jemand kommt. Aber mit der Körperpanzerung würde mich interessieren, ob das wirklich gibt, die Leute sich irgendwie so Iron Man technisch was. Iron Man technisch sich irgendwie Metallplatten um den Körper basteln, um mehr Schüsse auszuhalten. Ich meine, Kevlar und so, klar. Aber dann hält man ja auch nicht so viele Westen aus. So viele Schüsse aus. Zumindest so viel wie ich weiß. Hat so ein Schuss aus so einem Gewehr ja doch recht viel Stoß, sodass man mit einer Kevlar, wenn man damit getroffen wird, eigentlich doch recht schnell einmal den Umkipper macht. Nur halt nicht drauf geht. Ich glaube, darum geht's primär. So, machen wir nochmal hier Granate. Geht ja so nicht hier weiter. So, okay. Dann zeichne halt doch den Köpfer. Gibst du mir mal bitte Munition? Vielen Dank. Ich habe nur 41 Schüsse im Magazin. Wie frech ist das denn? Wo sind überhaupt Gegner da? Muss du noch, Hanne? Spiel eigentlich keinen Terroristen mehr. Das war ja nur eine Mission. Das ist ja irgendwie doof. Hätte ich gerne noch ein bisschen gespielt. Mit dieser wunderschönen Sprache. Ah, damit hätte ich rechnen müssen, was der denn da ist. Komm schon. Jawohl. Oh! Oh! Aua. Nein, die Granate ist immer noch da. Oh, Junge, bleib geschmeidig, ey. Oh. 21 Schuss ist voll wenig. Leute, was spiele ich gerade? Was für eine Waffe ist das? Ist das die Scar? Keine Ahnung. Ich kämpfe da leider nicht so aus wie ihr, offenbar. Ihr habt das immer voll drauf, direkt zu erkennen. Ja, das ist die Waffe X. Ich hatte auch noch nie eine richtige Waffe in der Hand. Ich habe wohl mal mit einem Luftgewehr und einer Luftpistole geschossen, aber ich glaube, das ist nicht so richtig vergleichbar. Mein Vater hatte nämlich solche Dinger. Wir haben einen Teich hinten bei uns im Garten in meinem Elternhaus und da haben sich gerne mal so Katzen versteckt und unsere Fische getötet. Und das fand mein Vater nicht gut. Und hat er da schon mal mit dem Luftgewehr in die Richtung geschossen. Fand ich witzig. Ich durfte da nicht. Ich durfte nur auf Ziele schießen. Also, nicht Lebende. So, was machen wir denn heute mal? Türknopf-Sprengsatz. Hatten wir das eigentlich schon? Weiß ich nicht. Probieren wir einfach mal aus. Na guck, das ergibt für mich voll Sinn. Oh, lol. 2. Mehr nicht? Wie, ich will meine 4 voll kriegen. Ja, ich bin on the look nach PETN. Mein Gott, ey.
Oh oh. Das sieht hier irgendwie. Dachte ich mir doch. Hui!